Lützerath liegt genau am Rand des Tagebaus Garzweiler 2 und ist somit den Kohlebaggern im Weg. Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, darf dieser Tagebau nicht mehr erweitert werden. Wenn ihr Zeit habt, kommt nach Lützerath. Seht mit eigenen Augen, was hier los ist. Schließt euch unserem Widerstand an und lasst uns zusammen RWE in den Weg stellen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ende 2021 machen sich KollegInnen aus der Medienwerkstatt auf den Weg ins nordrhein-westfälische Lützerath. Sie begleiten Menschen aus Nürnberg, die dort protestieren, gegen den Abriss des Ortes und gegen das Abbaggern der Kohle darunter. Ihr Argument? Deutschland muss sofort raus aus der Kohle, um seinen Teil beizutragen zum 1,5-Grad-Ziel. Also dazu, dass sich unser Erdklima nicht um noch mehr erwärmt als 1,5 Grad. Ein gutes Jahr später sind unsere 5 ProtagonistInnen von damals wieder nach Lützerath gefahren. Denn Mitte Januar 2023 wird das dortige Klimaprotestcamp geräumt. Jetzt sind die 5 in die Medienwerkstatt gekommen und wir fragen nach, was passiert jetzt mit der 1,5-Grad-Grenze? Dazwischen sehen wir Teile unseres ersten Filmes. Es gibt Politiker, die Verträge unterschreiben zu Klimaschutzzielen. Und es ist ganz klar, dass man das nicht erreichen kann, wenn diese Kohle aus dem Boden geholt wird. Und wenn man den Vertrag einfach bricht, dann muss man halt dagegen protestieren. Ich habe bisher noch nie einen Baum besetzt, aber dass wir einfach ein Zeichen setzen können, falls RWE schon ab 1. November irgendwie anfängt, die Bäume zu roden oder die Bäume zu zerstören, würden wir uns dann reinsetzen in die Bäume. Wir fahren über Köln bis Erkelenz und dann werden wir gucken, wie wir nach Lützerath kommen, um dort eben das Dorf Lützerath zu verteidigen gegen RWE und ja, die Pläne, die sie dort eben haben, die verhindern werden, dass Deutschland 1,5 Grad einhalten kann. Ich bleibe bis Dienstag. Ich habe aber noch keinen Zug zurückgebucht, weil ich gedacht habe, nötigenfalls bleibe ich vielleicht auch ein bisschen länger. Ich habe jetzt Ferien. Und das ist jetzt meine Befürchtung, dass jetzt am Wochenende und am Montag ist ein Feiertag, dass dann viele Leute noch da sind und sobald dann alle weg sind, dass dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und ich finde, wir müssen auch alle gemeinsam unbedingt verhindern, dass Lützerath fällt. Wir wollen, dass dieser Ort, der jetzt schon von sehr, sehr vielen Leuten verlassen worden ist, wo schon sehr viele Häuser abgerissen wurden, wieder eben ein Ort des Lebens wird. Und zwar ein Ort, der nicht so leicht nachgibt. RWE versucht sich mit ganz, ganz viel Geld und mit ganz viel Einfluss und mit ganz viel Druck diesen Platz eben zu nehmen. Und was wir tun ist, wir ziehen wieder an diesen Ort, wir bauen uns hier ein Zuhause, wir bauen hier Baumhäuser, die von der Polizei noch recht schwer zu räumen sind und auch andere Strukturen, weil wir es eben mit aller Kraft diesen Menschen so schwer machen wollen, wie es nur geht, unser Klima zu zerstören. Florian, ihr habt die Räumung des Protestcamps in Lützerath deutlich erschwert. Die erfolgte jetzt erst in Mitte Januar 2023. Was löst das in dir aus? Das ist irgendwie so ein Gefühl von, wir haben jetzt verloren. Also 2,5 Jahre war Lützerath besetzt. Also ja, dann kommt halt irgendwie wieder das Spezialkommando von der Polizei, weil die Regierung beschlossen hat, okay, jetzt muss hier Schluss sein mit dem Protest. Und ja, reißt einfach das alles ab und führt die Leute ab, baut so einen Zaun drumherum. Und das ging einfach viel schneller, als wir dachten. Also binnen 2 Wochen war das ganze Ding geräumt. Das hört sich ganz schön traurig an. Bleibt nur dieses traurige Gefühl bei dir? Nee. Das große Finale eigentlich war die Demo am Samstag, den 14. Und da waren einfach viel mehr Leute als je zuvor. Also die ja, Schätzungen lagen um die 35.000 Menschen, die dort vor Lützerath standen und protestiert haben.
Die Bilder sind einfach unfassbar von diesen Menschenmengen, die dort Richtung Dorf unterwegs waren, trotz Schlamm, trotz Regen und allem drum und dran. Und es hat halt ja, mir, aber ich denke auch der Öffentlichkeit gezeigt, dass diese Bewegung, die das einfach stoppen möchte, so krass gewachsen ist. Das Individuelle, was man macht, reicht halt einfach überhaupt nicht. Das habe ich lange auch geglaubt, dass es halt reicht, wenn ich halt auf mein Fleisch verzichte, wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich so meinen Teil getan. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja, man kann das machen, aber am Ende vom Tag wird es halt minimal etwas verändern. Es geht ja, und die, damit speist man eigentlich nur die Leute ab, um ihnen praktisch ein gutes Gewissen zu geben. Und hintenrum macht man Sachen wie hier und nimmt ihnen praktisch jegliche Möglichkeit, mit ihrem eigenen Verhalten überhaupt noch was zu bewirken in Zukunft. Natürlich braucht man den Wandel, auch in der Ernährung. Ja, aber der kommt nicht nur von dir selbst. Aber der kommt nicht von einem Menschen oder weil du jetzt einmal auf Fleisch verzichtet hast. Es ist halt so, das wurde uns ja auch eingeredet. Genau. Das ist ja das Irre. Das wurde uns so eingeredet, dass du kannst ja vegetarisch leben. Ich finde das toll. Jeder Mensch, der versucht, was zu ändern, ich unterstütze das. Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Aber im Großen ist es halt trotzdem so, dass es viel, viel größere Mechanismen gibt in dieser Krise, die wirkliche Relevanz haben, um das Problem zu lösen. Ich finde es auch ehrlich gesagt eine krasse Verarsche gegenüber einer Bevölkerung, dass man denen dann sagt, ja, dann fahrt mal weniger isst mal weniger Fleisch, fahrt weniger Auto. Und da hinten, ich meine, 50 Meter vor mir wird Kohle gebaggert. Hier, wo ich sitze, könnte geräumt werden und dann soll ich weniger Fleisch essen. Das ist einfach eine Verarsche. Und das macht mich auch echt sauer. Wer ist eigentlich das Problem in der Geschichte? In dieser ganzen Komplexität auch. Nicht nur irgendwie ich als Einzelperson, die in Nürnberg lebt, sondern dass es Großkonzerne sind, die das verursacht haben und immer noch weiter befeuern. Wenn ich auf die Straße gehe, muss ich an der roten Ampel stehen bleiben. Und genauso müssen die halt jetzt hier an der roten Ampel stehen bleiben. Ja, das ist völlig krank, dass wir hier weiter, also dass wir uns überhaupt erlauben, den Unternehmen das hier weiter platt zu machen, eigentlich die Umwelt. Ja, und ich weiß nicht, wie das Menschen aushalten, die schon irgendwie vor 50 Jahren gesagt haben, hi Leute, hier ist eine Klimakrise, auf die wir zusteuern, wir legen euch die Fakten auf den Tisch. Es müssen 50 Jahre vergehen, damit Schulkinder politische Maßnahmen fordern und dann abgetan werden, als ja, lasst es mal die Profis machen. Und solange das nicht passiert, wird es Klimacamps geben und es wird Menschen auf den Straßen geben und es werden auch immer mehr Menschen. Wenn die Gerichte jetzt nicht für Lützerath entscheiden, dann werden wir hierhin zurückkommen und wir werden nicht weggehen, sondern wir werden unsere Zukunft hier verteidigen. Lore, wir haben dein altes Interview gesehen, da hast du auch den Frust angesprochen, den du spürst, wenn du nachdenkst über viele Klimathemen, aber auch ganz konkret über die Proteste in Lützerath. Wie gehst du damit um? Also zu sehen erstmal, dass so viele Menschen da waren, hat mich schon nochmal motiviert und auch sehr glücklich gemacht. Ich persönlich bin da auch nicht hingefahren, weil ich irgendwie Hoffnung hatte, dass jetzt dieses kleine Dorf im Rheinland irgendwie überleben darf oder so, sondern weil ich generell einfach ein Zeichen setzen wollte. Und ich denke, das gilt eigentlich für eigentlich alle, die da waren, dass wir echte Klimaschutzpolitik wollen und eben auch für alle Sektoren durchgehend echte Klimaschutzmaßnahmen auch umgesetzt sehen wollen. Und ja, ich bin oft auch frustriert gewesen, auch damals auch in Lützerath. Und ja, das passiert mir natürlich auch heute noch. Aber was sich für mich verändert hat, ist, dass ich mich halt auch noch viel aktiver hier in Nürnberg dann einbringe und wir eben auch hier sehr aktiv sind und ganz konkrete Ziele formuliert haben, jetzt für den Verkehrssektor bei uns jetzt in dem Fall. Und da eben mega erfolgreich sind eigentlich. Und das motiviert mich dann eben. Wie sieht sie denn konkret aus, eure Aktivität hier? Also wir haben ein Bündnis formiert sozusagen. Das nennt sich Nürnberg Autofrei. Und wir haben uns jetzt eben darauf konzentriert, vor Ort in Nürnberg die Verkehrswende so gut es eben geht, in einer Stadt anzukurbeln. Und da haben wir eben ein Bürgerbegehren jetzt auf den Weg gebracht, schon vor ein paar Monaten, und sammeln da auch fleißig und haben wirklich total viele Veranstaltungen geplant für dieses Jahr und auch letztes Jahr richtig gut umgesetzt. Und das machen wir jetzt vor Ort. Das, was Dora jetzt beschrieben hat, sind ja weniger Formen zivilen Ungehorsams. Das heißt, welche Protestform findet ihr am sinnvollsten, Tilman? Also ich persönlich, wir haben jetzt uns entschieden, eben diesen bürgerlichen Weg zu gehen und da möglichst tief in die Gesellschaft reinzukommen.
weil du halt so einfach viel mehr Leute erreichst, weil er auch in letzterer Zeit öfter das als komplett radikal dargestellt wurde, was da passiert in der Klimabewegung. Von eurer aktuellen Aktivität im Thema Verkehr, im Sektor Verkehr, würde ich nochmal gern zurückkommen auf den Sektor Energie in Bezug auf Lützerath. Wir haben ja aktuell eine Energiekrise, das zweifelt niemand an. Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel. Brauchen wir da nicht diese Kohle unter Lützerath? Wir könnten natürlich auch mal einfach Energie sparen. Also es gibt genug Sachen, die laufen. Skilifte in Bayern auf weißen Streifen in der grünen Landschaft fahren dann die Leute Ski. Und ich möchte es jetzt gerne auf die Leute abwälzen, aber wenn dann so Leute wie Hubert Aiwanger sagen, er kann da nichts Schlechtes sehen, weil das ist ja nur Wasser, das eingefroren ist, das ist halt eine massive Energieverschwendung. Und wenn ich dann sehe, dass die Klimakrise eben viel schlimmer ist, wie einem paar Leuten zu verbieten, da jetzt Ski zu fahren, oder man hat ja viele Möglichkeiten, da Energie zu sparen in der Gesellschaft, man muss halt Prioritäten setzen. Und wenn du Priorität ist, dass diese ganzen Sachen weiterlaufen und man dafür die Kohle abbaggert und die Klimakrise in 20 Jahren dann halt schlimm wird, dann muss man halt damit leben. Das ist dann eine Entscheidung. Wollt ihr nochmal nach Lützerath fahren? Diese kleinen Dorfspaziergänge, die jetzt momentan sind, finde ich jetzt wenig zielführend, weil ja, das sind diese ganzen vielen kleinen Aktionen, die am Ende aber keinen Impact haben. Und da sollte man seine Energie lieber drauf lenken, der aktuellen Politik meiner Meinung nach tierisch auf die Nerven zu gehen und da immer wieder die Sachen einzufordern. Aber man merkt schon, sie schützen mehr das Eigentum von Großkonzernen als von kleinen Leuten. Da zählt Eigentum auf einmal nichts, aber das Eigentum von RWE zählt alles. Ja, ich ärgere mich über diese Lobbypolitik, aber es gibt auch Richter, die vernünftig urteilen, zum Beispiel dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, dass die ältere Generation den Jüngeren nicht ihre Lebensqualität nehmen dürfen. Sie dürfen das nicht auf Kosten der jüngeren Generation tun, was sie tun. Demonstriert haben wir alle schon seit Jahren. Wir haben so viele Petitionen unterschrieben, ich ja auch. Und es passiert einfach nichts. Und ziviler Ungehorsam ist eine sehr alte und bekannte und bewährte Methode, um ein Umdenken zu erreichen. Es gibt eine Schwelle von nur 3% der Bevölkerung. Wenn die mitmachen, wenn man die erreicht, dann bewegt sich wirklich was. Wir haben in den 80er Jahren die Wende erlebt. Wir sind das Volk, es hat geklappt. Der Gandhi hat es geschafft, die schwarze Bürgerrechtsbewegung war zivil und ungehorsam, auch die Suffragetten, also das Frauenwahlrecht ist uns nicht geschenkt worden. Die Frauen waren sehr expressiv auf der Straße, haben auch wirklich, waren ungehorsam, wurden eingesperrt, sind immer wieder auf die Straße gegangen. Diese Art von Opferbereitschaft fordert es jetzt auch. Es geht darum, dass wir rauskommen aus dieser Wachstumsökonomie. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft nur überlebt, wenn sie unendlich wächst. Wir haben nur einen endlichen Planeten. Wir müssen wirklich komplett Dinge ändern. Nicht nur ein paar Schrauben ziehen, drehen und ein paar Solardächer hier, sondern wir müssen komplett was ändern, zu einer anderen Ökonomie finden. Ich bin eigentlich sehr froh, in einem Land zu leben, wo ich protestieren darf. Es gibt ja andere Länder, wo Leute noch nicht mal auf die Straße gehen können, wo Leute für Jahre im Gefängnis verschwinden. Ich habe das Privileg, in Deutschland zu sein. Ich habe das Privileg, auf die Straße gehen zu dürfen. Und weil ich dieses Privileg habe, nutze ich das. Auch für die, die es nicht können in anderen Ländern. Der Klimawandel, diese ganze Zerstörung ist auch zutiefst rassistisch und kolonialistisch. Nico, du sprichst vom Privileg zu demonstrieren. Du hast dich mit zivilem Ungehorsam ja auch schon mit der Justiz angelegt. Zum Beispiel hast du das Rathausdach in Nürnberg schon besetzt. Jetzt bist du Lehrerin, du arbeitest also für den Staat, mit dem du dich da ja in gewisser Weise anlegst. Bist du wirklich so selbstlos, dass du dich gar nicht sorgst um deine berufliche Zukunft? Naja, ich bin nicht verbeamtet. Also ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil in der Beziehung. Und ich mache ja auch nicht so schlimme Dinge, finde ich. Also ich kann da dahinter stehen moralisch und also in erster Linie sehe ich eigentlich sehe ich mich als Anwältin der Kinder. Es geht um ihre Zukunft und das ist mir das größte Anliegen.
Hinter dieser ganzen Geschichte um Lützerath steht ja auch ein großer Kompromiss zwischen der Bundesregierung, der Landesregierung in NRW und RWE, nämlich, dass dort in NRW schon 2030 aus der Kohle ausgestiegen werden soll. Schon, sage ich, weil ja jahrelang es 2038 hieß. Also ein Vorziehen um 8 Jahre. Ist das kein guter Deal? Naja, ich glaube, Jahre sind ein schlechter Gradmesser für Klimaschaden oder Klimaschutz. Denn sie können in der Zeit halt einfach sich beeilen und das Doppelte an Kohle rausbaggern. Also was bringen dann die Jahre? Und soweit ich weiß, wollen sie ja alles ein bisschen vorantreiben. Und im Übrigen haben mehrere unabhängige wissenschaftliche Studien bewiesen, dass wir genug Kohle haben. Wir brauchen Lützerath gar nicht abbaggern. Im Nachgang zu der Räumungsaktion gab es ja von Seiten der Protestierenden ganz heftige Kritik an der Polizei. Es habe systematische oder auf jeden Fall unverhältnismäßige Polizeigewalt gegeben. Wie hast du vor Ort die Polizeipräsenz erlebt? Also ich habe ein bisschen Tränengas abgekriegt. Hatte im Glück einmal, ja, das war krass, da stand ich in der vorderen Kette und so 5 Meter weg von uns, die Polizeikette, ganz junge Kerle. Ich habe dann mit dem einen ein Gespräch angefangen und habe sie gefragt, wie sie sich denn die Zukunft vorstellen oder für ihre Kinder und so. Und andere haben mitgeredet. Es war eigentlich eine gute Stimmung, nicht gut, aber konstruktiv, fand ich. Und dann auf einmal schreien die alle wie die Stiere und rennen auf uns zu. Da bin ich halt total schnell auf Seite gerannt und bin total erschrocken und war erst einmal minutenlang sehr schockiert. Hatte Glück, dass ich nicht erwischt worden bin. Das ist jetzt doch ziemlich negativ, worüber wir jetzt geredet haben. Trotzdem hat diese Klimabewegung und vor allem auch diese Diskussion, dieser Protest rund um Lützerath ja auch ganz schön viel erreicht. Es wurde erreicht, eben, dass der Kohleausstieg 8 Jahre vorgezogen wurde. 5 Dörfer wurden auch gerettet, werden jetzt nicht abgerissen. Und Zehntausende Demonstrierende waren da in Lützerath. Bist du darauf stolz? Also wie gesagt, der Kohlekompromiss, den finde ich, der ist zu wenig. Dass so viele Aktivisten kamen, fand ich toll. Also ich war ja selber da und es war krasses Wetter. Also richtige Sturmböen und dazu gleichzeitig Regen. Also man braucht einen Schirm, aber der Schirm ging dann kaputt im Wind. Und es war eine wahnsinnige Stimmung und dass wir alle noch mal gezeigt haben, auch dass so viele dann zivilen Ungehorsam begangen haben und bis vor die Tore von Lützerath gekommen sind, hat noch mal gezeigt, wir lassen uns nicht festhalten. Wir sind viele, wir sind auch eine starke Bewegung. Also es hat auch im Nachhinein, glaube ich, dazu geführt, dass Lützerath bekannt geworden ist und dass die ganze Klimabewegung ist jetzt, glaube ich, ein bisschen rebellischer, was ich gut finde. Bei mir war es so, wenn ich mich sehr viel zu bestimmten Themen informiert habe und dann mich erstmal einlese und Sachen rausfinde und sowas, dann denke ich erstmal, wow, das ist ja unglaublich, das kann ja gar nicht sein. Und dann fragt man sich, ob es überhaupt irgendwas gibt, was man jetzt noch tun kann oder ob nicht alles schon zu spät ist. Und manchmal fühle ich mich tatsächlich ziemlich hilflos oder wütend auf die Gesellschaft oder verzweifelt. Und vor allem dann, wenn man halt nicht weiß, wie man selbst aktiv werden kann oder was man tun kann. Oder wenn man denkt, ach, es ist eh alles zu spät. Es bringt nichts, wenn ich mich als einzelne Person engagiere. Ich denke, es wissen schon sehr viele Menschen jetzt Bescheid und auch Unternehmen deklarieren sich ja oft als nachhaltig heutzutage, aber ja, oft handeln sie nicht wirklich danach. Von vielen werden wir ja als Radikale schon gesehen, aber es ist wahrscheinlich bei vielen Menschen so, die halt nicht wissen, was denn wirklich auf dem Spiel steht, weil wenn man sich die Folgen anschaut, die kommen werden, wenn wir nichts verändern, dann ist das ja viel krasser, als in eine Kohlegrube zu rennen. Aber klar, es gibt immer Leute, die uns wahrscheinlich als verrückt und radikal ansehen werden. Aber ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, weil zum einen sind es meistens Aktionen, die ein bisschen aufwendiger sind und eben mehr in den Medien zu sehen sind, mehr Schlagzeilen schaffen. Und das ist ja das, was zu den Leuten dann durchkommt, die sonst nicht in der Aktivisten-Bubble sind und nicht Bescheid wissen über die Dinge, die gerade geschehen. Und dadurch sehen sie das, was passiert, dass Menschen aktiv sind, dass es da ein Thema gibt, wofür sich ganz viele Menschen einsetzen.
ja, dadurch informieren sich, denke ich, auch dann hoffentlich Leute. Ich denke, bei mir ist einfach so ein riesiger Tatendrang mittlerweile da, weil ich unbedingt irgendwas, alles Mögliche geben will, was ich zur Verfügung habe, damit sich was verändert, damit sich was Gutes tut. Und ja, wahrscheinlich staut sich das auch so ein bisschen an und irgendwann will man halt wirklich in Aktion gehen. Und jetzt, da die Möglichkeit mal da war, ich habe das vorher noch nie so wirklich mitgemacht, wollte ich unbedingt die Gelegenheit ergreifen, um dadurch auch noch was Größeres zu erreichen. Und jetzt nichts zu tun, wäre auf gar keinen Fall eine Option. Für dich gilt es bis heute, nichts zu machen, ist für dich keine Option. Vor 3 Wochen warst du nochmal in Lützerath, Maja. Was hast du dort gemacht? Mhm. Ja, ich war für ein paar Tage nochmal in Lützerath. Und nachdem ich eben gesehen hatte, dass da jetzt die Räumung ansteht und richtig viele Menschen hingekommen sind, konnte ich das auch nicht mit ansehen und wollte deswegen irgendwie aktiv werden. Und war dann da mit Menschen der letzten Generation. Und wir haben eine Zufahrtsstraße in den Tagebau blockiert. Letzte Generation sprichst du an. Vor einem Jahr, als wir das Interview mit dir gemacht haben, warst du da noch nicht. Du bist kurz danach dazugekommen. Die letzte Generation, würden viele ja sagen, ist noch viel radikaler als das, was du vor einem Jahr gemacht hast. Du hast Straßenblockaden angesprochen. Die hast du auch in ganz vielen anderen Orten ausgeübt. Du hast Pipelines zugedreht, einen Flughafen blockiert. Was soll das bringen? Ja, die Protestform der letzten Generation ist eben friedlicher ziviler Widerstand. Und wir haben eben dieses Mittel gewählt, weil wir gesehen haben, dass die letzten Jahre die legalen Protestformen nicht ausgereicht haben, um eben die Veränderung zu bewirken, die wir jetzt brauchen. Und deswegen versuchen wir jetzt kontinuierlich Druck auf die Regierung auszuüben, dass sie sich eben zu uns positioniert, dass sie sich verfassungskonform eigentlich verhält, unser Überleben schützt. Und endlich zumindest die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen in der Klimakrise umsetzt. Und da haben wir eben gesehen, dass in der Geschichte und die Sozialwissenschaft hat eben gezeigt, dass friedlicher ziviler Widerstand ein sehr effektives Mittel ist, um Veränderungen zu bewirken. Und deswegen wählen wir das als Protestform. Letzte Generation betont ja auch immer wieder, dass jetzt der letzte Zeitpunkt ist, an dem sich überhaupt noch was ändern kann. Das ist basiert auf wissenschaftlichen Fakten, ist aber ja auch ganz schön erdrückend. Wie gehst du denn um mit diesem Druck, der ja doch negativ ist, oder mit diesem pessimistischen Zukunftsbild? Mhm. Ja, nachdem ich mich irgendwie eingelesen hatte und verstanden hatte, dass es wirklich schlimm ist, was auf uns zukommt, dass wir echt nur noch ein kleines Zeitfenster von, ja, die Wissenschaft sagt 2 bis 3 Jahre oder mittlerweile vielleicht nur noch 1 bis 2 Jahre, bis die Kipppunkte umstürzen. Und klar, es macht mir Angst, gleichzeitig motiviert mich aber auch gerade das, dass eben diese Dringlichkeit da ist und lässt mich eben das tun, was ich jetzt tue, weil ich jetzt auf jeden Fall nicht weitermachen kann wie bisher, nicht weiter am Schreibtisch sitzen und lernen kann, wenn ich weiß, der Zeitpunkt ist eigentlich dann um und ich kann jetzt nicht für eine Zukunft lernen, die ich dann gar nicht haben werde. Deswegen motiviert mich das, jetzt alles zu tun, was ich kann. Ja, ich habe auf jeden Fall immer noch Hoffnung, dass wir was schaffen können. Ich glaube, sonst könnte ich das gar nicht machen, sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben. Und ja, wir sagen zwar, dass wir die letzte Generation vor den Kipppunkten sind, wir sind aber auch die Erste, die Chance hat, aus dieser Zerstörung auszusteigen. Und solange wir diese Chance noch haben, finde ich, müssen wir alles dafür tun, dass wir das nutzen. Ende Gelände, rufen wir raus aus der Kohle und was nicht nur wir, auch in Russland. Keep it in the ground, just keep it in the ground. Keep it in the ground, just keep it in the ground. Zurück. One struggle, one fight, end the Gelände, Lützi Block! Und die Hoffnung ist die, dass Systeme, die durch Menschen gemacht sind, auch von Menschen verändert und ersetzt werden können.
wir haben längst genug, um zu leben, weil wir hier ganz viel eben aus Dingen machen, die aufgegeben worden sind, also die sonst kein Mensch mehr braucht. Und da können wir dieses großartige Camp am Laufen halten. Und warum dann wachsen? Warum dann ständig mehr wollen? Dass wir so zu einer viel empathischeren Gemeinschaft werden, als wir es jetzt sind. Eine Gesellschaft, in der wir das Wohl für alle wollen und nicht nur für uns selbst. Und ich glaube, mit ganz vielseitigem Engagement schaffen wir es, diesen Konzern hier aufzuhalten. An der Grenze zum Dorf. An der 1,5-Grad-Grenze. Das ist jetzt das letzte Jahrzehnt, wo wir was tun können. Und es gibt Wege aus der Krise. Es gibt alternative Energieformen. Es gibt alternative Verkehrskonzepte. Es gibt alternative Weisen zu wirtschaften. Auf dem Acker wie in der Industrie. Das lässt mich halt weiter hoffen. Dass es, oder beziehungsweise lässt mich weiter kämpfen. Weil dieser Kampf, den kann man nur führen, wenn genug Hoffnung da ist, es zu schaffen. Das Klimaprotestcamp in Lützerath ist geräumt. Was passiert jetzt mit der 1,5-Grad-Grenze? Wenn die Kohle unterm Dorf verbrannt wird, dann ist es zumindest für den Kohlesektor zu spät. Man kann natürlich versuchen, das Ganze mit anderen Sektoren zu kompensieren. Aber weder bei Bau noch bei Verkehr geht da irgendwie was, Emissionen einzusparen. Deswegen muss es eigentlich wirklich dort aufhören, in Lützerath. Und ja, Greta Thunberg hat es in ihrer Rede auch gesagt, noch ist die Kohle im Boden, noch kann da was passieren. Und letztendlich müssen wir weiter politisch Druck gegen die Kohle machen. Du hast uns Ende 2021 viel von deiner Hoffnung erzählt. Was ist passiert mit dieser Hoffnung? Entweder schaffen wir es, diese Kipppunkte zu vermeiden, oder die Kipppunkte treten ein und wir haben Flüchtlingsströme, Todeszonen um den Äquator, richtig Probleme mit dem Trinkwasser und verdammt viele Tote durch Unwetter. Und das ist einfach so ein Desaster, dass es irgendwie alles gilt, das zu verhindern. Und dadurch, dass wir da noch die Chance haben, gibt es eben dieses Weiß auch noch. Und das macht einem ja so viel Mut und so viel Wille, was zu tun, was zu verändern. Ja, das ist irgendwie noch, dass ich noch dran glaube, dass es was bringt. Und es motiviert dich, Florian, Widerstand zu leisten für unsere Zukunft. Widerstand für unsere Zukunft, so hieß unser erster Film aus Lützerath, den Sie finden in unserer Mediathek unter www.medienwerkstatt-franken.de. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Film weiterempfehlen, genauso wie das Nachgefragt aus Lützerath. Bleiben Sie informiert, wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Und wir freuen uns.